Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Wolfgang Basler und ich möchte euch einen Überblick geben über diese Bücher, die in den letzten zwei Jahren von mir erschienen sind. In diesem Falle ist es das Buch D1 Up und Down. Hier findet ihr zahlreiche Übungen, ihr lernt da drin die Bewegung und die Notenlehre. Das nächste Buch ist das Buch Rudiment für den D2-Lehrgang, für den D3-Lehrgang und für den C1-Lehrgang. Hier erlernt ihr die Technik von Flams und Rolls. Und nun zum Überblick. Ja, liebe Trommelfreunde, am Anfang dieser Übersicht über die beiden Schlagzeugschulen, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, solltet ihr Bescheid wissen über die einzelnen Strokes, also Anschlagarten. Wir beginnen einmal mit dem freien Schlag, mit dem sogenannten Freestroke, der alles entscheidend ist und immer berücksichtigt werden muss. Dieser freie Schlag entsteht also, wenn der Stock total frei irgendwo aufschlägt. Ihr seht, dass also der Stock wieder in die gleiche Höhe zurückkommt. Dieser Rückschlag nennt man den Rebound. Jetzt ist es aber nicht immer nur diese Schlagart, die gewählt wird. Ich zeige euch mal den Rebound, wie er in der Hand ausgeführt wird. In diesem Falle nehmt ihr den Stock nur zwischen Daumen und Zeigefinger und ihr seht, er kommt in die gleiche Richtung wieder zurück. Hier von dieser Schlagart, die man auch für den Fullstroke benutzt, damit fängt es an, der Fullstroke, der geht genauso frei, das Handgelenk bewegt sich in der Geschwindigkeit, wie der Stock also zurückkommt, den Rückschlag hat, bewegt sich die Hand nach unten. Das ist der sogenannte Fullstroke. Man kann den auch einüben über diese Schiene, dass ihr erstmal das Gefühl kriegt. Jetzt bewegt ihr die Hand mit, öffnet die Hand und lasst den Stock wieder in die Hand zurückspringen. Ihr hört also, hierdurch ist der Fullstroke immer in der gleichen Lautstärke. Genauso ist das in der linken Hand. Hier in der linken Hand, in diesem Fall der Traditional Grip, ich habe mich dazu zu entschieden, weil wenig über den Traditional Grip geschrieben wird oder auch wenig gelehrt wird. Wir haben ja fast alles nur den Match Grip. Beim Match Grip übernehmt ihr einfach die Stellung der rechten Hand in die linke Hand. In der linken Hand ist es also so, dass ihr also hier mit dem Ellbogen etwas nach außen geht, macht die Drehung und lasst den nach oben springen. Öffnet den Daumen. Diese Bewegung solltet ihr als allererstes erlernen, dass ihr nur das Handgelenk bewegt, die Stockspitze bis nach oben lasst, das ist der Fullstroke in der linken Hand. Wenn ihr den Downstroke, der Downstroke ist auch der Kontrollstroke, nehmt, dann ist das der Abschlag. Hier ist der Rebound unterbunden und ihr halte den Stock unten, das Handgelenk bleibt einfach stehen. Jetzt seid ihr 2 cm im Feld. Von hier aus geht ihr jetzt nach oben, dann habt ihr einen leisen Schlag. Also der Kontrollstroke ist ein lauter Schlag mit der Folge eines leisen Schlags. Dieser Aufschlag ist der Upstroke. Der Upstroke ist aber immer verbunden mit einem leisen Schlag vorher. Und so ist der Upstroke. Der Upstroke kann auch informal gespielt werden. Das, was ich jetzt gemacht habe, sofort von A nach B, ist formell, also formal. Wenn ich das Handgelenk nur hochziehe, also im Abknicken des Handgelenks, der Unterarm wird leicht gehoben und drehe dann nach oben, also das ist also eine Bewegung dann,
nennt sich das informal. Genauso ist es bei der linken Hand. Ich komme von hier aus nach unten, ziehe das Handgelenk zu mir, drehe und gehe dann runter. Das wäre die Übung für die linke Hand im Traditional Grip. Jetzt bleibt uns noch der Tap. Das ist nur das Antippen der Hand. Das könnt ihr also so auch machen. Das Handgelenk hängen lassen, 2 cm aufs Fell. Und jetzt, wenn ihr den Impuls vom Kopf aus gebt und das Fell so antippt, dann seht ihr, das Handgelenk geht nicht nach oben erst und schlägt dann, sondern aus der hängenden Hand spielt ihr diesen Tap. Und jetzt stellt ihr das in die richtige Stellung, die Hand in die richtige Stellung und geht von hier aus nach unten, aber nicht erst nach oben und dann nach unten. Das nimmt Zeit weg und ihr habt Zeitverluste. Und dieses braucht ihr also zum Spielen. Wenn wir weitergehen und spielen den Pull-Out, der Pull-Out ist also ein Abstrug, informal, Pull-Out ist immer informal, ist es so, dass ihr hier unten eine ganz schnelle Bewegung habt. Ihr seht das nachher noch etwas bearbeitet, da seht ihr noch ein paar Übungen dafür. Das ist also die kurze Einführung für euch, damit ihr die einzelnen Schläge kennt. Und jetzt könnt ihr sie auch anwenden. Ausführlicher beschrieben ist sie also in der Schule Rudiment und auch in Up und Down sind diese Bewegungen also auch drin. Ja, jetzt habe ich euch erklärt den Fußdruck, den Downsdruck, den Abdruck. Einen habe ich noch nicht erwähnt, und zwar ist das der Halsdruck. Der Halsdruck besagt also schon das Wort, der halbe Schlag, wenn das der Fußdruck ist, ist dieses, die Hälfte ist der Halsdruck. Das ist also die Bewegung oder diese Höhe, die ihr am meisten braucht, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit. Hier ist es also wichtig, dass ihr also auch dieses übt, die Unterschiede. Fullstroke, Halfstroke. Somit hättet ihr jetzt alle Strokes zusammen und ihr könnt also mit dem Üben beginnen. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Hoffentlich hat es euch gefallen. Weitere Clips findet ihr auf dem YouTube-Channel von Marching Music.